Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Anirol P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir einen kleinen Zweikampf gemacht zwischen Velvet und Eleanor und ja, ein paar Sachen sind passiert, Cutscene-mäßig, und Eleanor soll verdeckt mehr oder weniger in unserer Gruppe hier rumeiern, um für Artorius hier Befehle auszuführen und Lafayette nach Logres, ne, zu bringen. Und ja, natürlich wissen Velvet und Eisen davon, weil die haben die belauscht. Und ja, mal schauen, wie es jetzt abläuft. Wir checken jetzt erstmal Eleanor aus. Was hast du denn hier? Du hast viel Angriffskraft. Du hast viel Angriffskraft. Du hast mehr Angriffskraft als... Warum hat Velvet so geringe Werte? Er hat mehr Angriffskraft, sie hat hohe Angriffskraft, Art Angriffskraft 260. So, erstmal gucken. Art kann sie? Sie kann sogar Dingens benutzen. Was? Warum kann sie heilen? Ach so, weil ja, okay, weil sie ja Malak hier an ihrer Seite hat, ne? So, lass mich mal raten, du hast gar nichts, ne? Mana Lanze, okay. Nur Schleifen. Lerngeschwindigkeit von Ausrüstungsfertigkeiten, das ist sowieso was ich brauchen werde. Was sie angeht, auch wir haben Flammenwehr hier, das nimmst du aber noch nicht. Nimmst hier Lerngeschwindigkeit von Ausrüstungsfertigkeiten, ja. Und noch mehr Lerngeschwindigkeit. Habe ich, glaube ich, ganz viele Sachen. Nein, das Lafayette jetzt schon. Bernsteinstiefel, ja. Mein hier Charakterlevel, sonst noch nichts. Verdammt. Angesehene Plaudereien. Ah, okay. Entfernungen, gefundene Kräuter, neu gefundene Schätze. Was geben wir ihr denn? KP wäre schon bei Sieg. Ich würde sagen, erstmal so verteidigungsmäßig ein paar Sachen, ne? Ja, Art Verteidigung. Sie wird wahrscheinlich viel auf die Phrase bekommen. Obwohl, bei Magilo war ja was anderes, weil sie ist eine Magierin. 130. Sie hat aber auch gute Sachen ausgerüstet. Liegt wahrscheinlich daran, ne? So, du nimmst erstmal ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel hier Verteidigung. Nimmst erstmal die kleinen Sachen, ja. Lerngeschwindigkeit, muss jetzt noch nicht. Aber allein deswegen, sie hat jetzt 30% höhere Lerngeschwindigkeit. So, du gehst natürlich sofort hier in die Truppe rein. Und ja, wen nehmen wir denn raus? Ja, schon richtig so, ne? So, ja, ne? Wo nehmen wir dich hier ein? Gut, kochen. Nicht Mode, kochen. Ist natürlich hier direkt zum Kochen abgestempelt. Koch für uns, Frau. Nein. Das hier, ja. Ja, sie tut natürlich hier noch verdeckt hier. Ah, schön. Sie tut natürlich hier noch verdeckt und so bei uns sein. Bei uns hier rumreisen. Aber wir wissen ja alle, wie das endet. Nach und nach wird sie herausfinden, dass wir gar nicht so schlechte Leute sind, und soll vielleicht mal speichern, sonst muss ich alles wieder neu machen. Irgendwann wird sie wahrscheinlich so denken, ach, die sind ja gar nicht so schlecht, die Leute, und tut sich dann für uns einsetzen und irgendwie sowas. Genauso wird das doch ablaufen, ne? Jetzt nicht hier so ein Element, was hier neu ist oder so. Also ja, warte mal, der Shop. Ich sollte mal vielleicht zum Shop gehen. Vielleicht hat der ja direkt neue Sachen zum Kaufen. Nee. Und nein, ich werde nicht gegen das Viech kämpfen, was ich hier getroffen habe. Ich muss mir halt nur notieren. Verdammt. Ja, hoffentlich mache ich das, während ich render. Da, wo ist denn der jetzt? Der ist jetzt schon wieder abgehauen, ne? Ja, egal. Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Ich glaube, der war hier oder so. Ich glaube, der war noch weiter weg. Keine Ahnung. Arzt fällt mir gerade ein.
Stürzner stark, Doppelstoß. Guck mal erstmal, wie die Sachen, obwohl das ja schon mehr Sachen als sie hat. 1 2 3 4 5 6, obwohl bei ihr muss ich jetzt hier so was machen. Flammenbiest und Eisschneide. So, machen wir so. Gut, was haben wir hier? X. Ja, gute Frage, ne? Nein, werde keine Umwürfe auf die Gegner. Blablabla. Doppelstoß, Dreifachstoß. Keine Ahnung. Schmetternder Sturz, aufspießender Speer, was weiß ich. Stürzender Schlag. Ich muss mal gucken, was die Angriffe hier alles sind. Vor euch hier. Ich wünschte, ich könnte hier wieder zu diesem einen Hafen zurück, zu den Sexon-Hafen auch. Wo ich Dingens ja meinen Ballons immer trainieren kann, sag ich mal. Da kann ich immer perfekt die neuen Fähigkeiten und so ausrüsten. So, neues Gebiet, neue Gegner. Kommt ihr her? Wahrscheinlich kriegen wir jetzt voller Verfresser, weil wir Ellen auch spielen, ne? Aber ich finde gut, weil wir eine Lanzenkämpferin in der Truppe haben. Kampftutorial. Wir haben eine andere Kampfmusik. Mit 3 oder mehr sehen während der Bereitschaft vor einer Kombo gedrückt halten, um luftiger Schlag zu aktivieren. Elmar wirbelt jetzt hier in die Luft und schafft so eine Gelegenheit für eine Kombo. Sehenbrecher können nicht abgewehrt werden, daher wirkt dieser Angriff auch als Abwehrbruch. Ja, das habe ich gemerkt. So, warte mal, bevor wir hier losgehen. Okay, aufspießender Speer, den tun wir mal als erstes. Ja, ich nutze die Möglichkeit jetzt erstmal hier Angriffe. Let's go, okay. Okay. Stürzender Schlag. Der ist einmal so Flächenangriff und einmal so ein Linksangriff, genau. Ja, tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen brauche, aber muss mal gucken, wie die Angriffe ja so ausfallen. Ja, aber schöner Schlag. Ja, das ist der eine. Einfach Stoß. Ja. Und dann machen wir, wo ist dieser Drehangriff? Ach ja, die unterscheiden sich auch schon wieder, je nachdem. Ja, der über große Reichweite, über schwinge die Waffe mit 3 oder 4 nach vorne oder links und rechts nach rechts. Ah, okay. Aber wie sieht denn der an? So aus. Sieht genau gleich aus. Genau gleich aus. Dreifach. Boah. Nee, doch. Nee. Was? Stürzender Schlag ist das, genau. Oh, nee. Ein bisschen spektakulär. So. Der Angriff gefällt mir, dann machen wir so. Verschlissener Schlag, Dreifachstoß und Vorhut. Aufspießender Speer. Was fehlt noch? Schmerzender Sturz und Doppelstoß. Schmerzender Sturz. So. Ja, passt so, ne? Oder? Wollen wir das mal die mal auswechseln? Dreifachstoß und Doppelstoß. Ne, ich glaube, ich habe schon gehört. Ja,
Das ist gerade eine perfekte Möglichkeit, das hier alles zu konfigurieren. Deswegen mache ich das. Okay. Okay, mach mal das. So. Okay, gucken wir mal, wie sehr wir auf die Phrase bekommen. Andere Let's Player an der Stelle würden weiter Velvet steuern, ne? Möchte nur mal anmerken, ich habe jetzt 3-4 Minuten mit verbracht. Sehr anfällig gegen Art, sehr super. Machst du da Magno? Wie weit ist sie eigentlich entfernt, so erfahrungs- und mäßig? Gar nicht so weit, oder? Spiralhagel, Atmosglief, okay. Sogar der Level abkommen schon direkt. Außerdem Schwierigkeitsgrad einfach, können Gegner gegenüber bestimmte Elemente schwächen oder Resistenzen aufweisen. Ja, das ist mir klar. Elendos Kampffähigkeiten, Sperrangriffe, hauptsächlich durchstoßen, sperrgeschützte elementare Angriffe. Okay, das sind doch Malakarts. Während Elendon als Kriegsrat sehr effektiv beim Nahkampf sind, sind ihre Malakarts eine mittlere Reichweite haben. Ja, sag ich doch, Malakarts. Da steht doch da, Malakarts. Einige Kriegsrats können KP absorbieren. Die Expedition ist zurück. Oh Gott. Matt, oh Gott. Piratenflagge, Jungdrache und Co. Oh, ein Rezept. Grober Kartoffelsalat. Direkt wieder reinschicken. Okay, sie ist Level 19. Sie ist noch sehr weit entfernt. Oh Gott. Oh, Bambus, warte. Aber sie hat, glaube ich, noch genug, ne? Warte, ich habe gerade Bambus-Dingens bekommen. Was habe ich gerade bekommen? Bambusstapel. Ach so, Karten. Boah. Ja, perfekt. Er hatte auch schon lange nichts mehr Neues. Er hat Angriffskraft. Ja, er hat keine Dingens, aber okay. Was wollte ich sagen? Irgendwie finde ich Sperrkämpfer, weiß ich nicht, haben was. In Tales of Spielen Sperrkämpfer zu haben, finde ich irgendwie gut. Alicia hat mir auch gefallen, so. Vom Kampfstil her. Ja, von der hat man ja leider nicht so viel gesehen. Was auch angeblich nicht gut angekommen ist. So wie ich das mitbekommen habe. Weg von dem. So. Was ist denn eine Mystic Art? Ja, ne? Dann zeig mal. Ja. Keine Ahnung. Der einzige andere Sperrkampf, den ich noch kenne, ist Jade aus. Was? Ach, da ist noch nicht. Ist Jade aus Tales of the Abyss. Aber der war nicht ein Nahkämpfer, der war ein Magier. Deswegen waren dem seine Angriffe ein bisschen so lala. Wuff. Angriffe sind so schwach. Wie kann das? Ja, ich habe jetzt diesen Abwehrbecher, ne? Ich habe vergessen. Ich kann da noch andere Charaktere steuern. Die ist genauso wie Lafayette. Passt irgendwie nicht so in die Truppe rein. Hexe, was? Magilo?
Magelu. So Bierzeug. Verdammt, aber zu spät. Ja, gerade auf. Im Gegensatz zu Tales of Hysteria werden die Gegner, wenn man die zum ersten Mal irgendwie begegnet, hier nicht wieder so vorgestellt. Immer wenn man einen neuen Gegner in Tales of Hysteria irgendwie begegnet ist, gab es immer so eine kleine Unterhaltung zwischen den Charakteren. Gibt's gar nicht hier. Aber stört mich jetzt nicht so, finde ich. Und zack. Und zack. Uff. Ja, ich glaube, wir werden nur eine Menge Kämpfe zu sehen sein in diesem Part. Einfach nur, weil ich mit Eleanor jetzt hier viele Sachen lernen muss. Okay. Weil ich ein paar Sachen ja sammeln muss von den Gegnern. Aua. Da wird was gekocht. Warte mal. Ach so, nee, du hast keine Lust gehabt, ne? Ich habe gedacht, jetzt wo der diesen einen Geist hier, den einen Malak hier absorbiert hat, hat er vielleicht irgendwie eine Mystikart oder so gelernt. Ja, habe ich vermutet, ne? Oh geil. Aber ist leider nicht so passiert. Haben sie meinen Angriff zu schwach gegen mich? Ist ihre Angriffskraft so niedrig oder was? Guck mal, überall zu schwach. Also wenn ich mit dir angreife. Mal fall doch mal um. Was? Das ist doch eine Mistgard. Ach, das war blinder Befehl. Habe mich schon gewundert irgendwie. Der hat doch. Ich habe gar nicht mal auf die Titel Match gerade. Die Mystikart haben wir schon gesehen, ne? Uff. Warte nur, bis sie ihre ganzen Dinger hier lernt, ey. Feuerangriffskraft ausgezeichnet. Nur die, ne? 200. Gegen Stern geflügelte Gegner. Was bedeutet das denn? Ich weiß einfach. Sterne stehen also für geflügelte Gegner. Was? Das ist mir ein bisschen zu hoch. Mein Gott, guck mal, wie groß das Gebiet hier noch ist. Und wie weit wir erstmal hier vorangekommen sind in 20 Minuten. Mitnehmen. Ja, ich will mal lieber ein paar Gegner von hinten erledigen. Angreifen. なんか拾って。これ珍しい気がする。キラキラしてるのはキラハガネかも。キラハガネ。剣や武器の素材になる金属だ。限られた地方でしか取れないレアメタルだな。キラハガネの産出地ならここはエンドガンド領かアイルガンド領かどちらにしろミッドガンド領から相当離れた辺境だ。 声量も大した人員を配備していないだろう。さすが海賊。金目のもの どうしたの、ライフセット。女の人が見かけ通りじゃないとして、男は見かけ通りなのかなと思って。そうね。男は単純な生き物だから。男は単純。はあ、まるで男のことなら何でも分かっているような口ぶりじゃの。どうせサンプルは家族だけじゃろうて。そうやって人を下に見てればいいわ。おお。
Es gab da mal ein Mädchen, das wollte mich heiraten. ずぼしかい。素敵な方もいじゃの。そんな話読んだことある。確か。足だけおじさんっていう小説。へえ。そんな小説があるんだ。私も読んだことありますが、切なくて甘酸っぱくてとても面白い小説です。未読なら一度読んでみることを強く勧めます。アルトリウスを殺して暇になったら読むわ。僕が聞きたかったのは。 Ja, ich wollte schon sagen, das hat doch irgendwie ganz anders angefangen hier. Mysterien des Pendels. しかし、地上でキロハガネを見つけるなんて珍しいよな。鉱物の産地とはいえ、採掘は大変だって聞いたぜ。鉱物の採掘は、山師と呼ばれる職人たちの技術や経験がものを言う。同じ鉱物が発見された土地の水質や植物などを調べ、 似た環境にある土地へ行って鉱脈を探るのが常だ。それでも見つからないこともあるんだから大博打だよな。もっと簡単な方法はないのか。ペンデュラムを使って地下水や金属のありかを探る方法もあるって本で読んだことがある。ダウジングじゃな。ダウジング。ペンデュラムを地面に向けてぶら下げて、マギンプイン。 マジナイを唱えると、アロ不思議。先っぽについてある鉱物が、金銀財宝やら地底湖やらを、クンクン、ワンと鍵当ててくれるのじゃ。占いと同じで、当たるも八卦、当たらぬも八卦。山師の名には、博打打ちの意味も含まれておる。なんでそんな占い道具みたいなものをザビーダの奴は武器に使ってるんだ？奴は戦闘中、 風で振り子の軌道を制御していた。無知や縄より、ペンデュラムの方が風で操りやすいんだろう。なるほどな。面白い技を考えたもんだ。そして、もう一つは自身の力の強化だ。精霊には大きく分けて、治水化風。四つの属性があり、それぞれの属性は相克関係にある。風は地を克する。 風の精霊であるザビーダが地属性の鉱物を手にすることで力を強化できるんだ。精霊がそのようなことまで計算。ベンディラムが精霊の力に反応するなら、ダウジングで鉱脈を見つけることもできそうだね。ああ、あながち馬鹿にしたものじゃない。そしてザビーダの野郎もふざけた口を叩いているが、 戦いに関しては緻密な計算が。難しいことを考えて武器を使っておるんじゃの。お前は考えてないのか。考えておるわい。愛しき人のこと。あんたは何も考えず、ただふざけてるだけみたいね。Oh Gott. Oh, geh weg. Ist er weg? Ja. Okay. So, da unten ist wieder ein Stufe Rot Gegner oder wie auch immer die heißen. So, jetzt bin ich langsam verwirrt von dem Layout. Gibt es hier mehrere Orte, wo man runtergehen kann? Ich glaube ja. Da ist eine Sackgasse. Da ist ein Ding, ist ein Kraut. Und wir müssen da viele Kräuter suchen. Für Eleanor. Ich weiß ja noch nicht mal, ob die irgendwie sich neu irgendwie. Die irgendwie neu wachsen oder so. Oh, da unten ist ein Teleport-Dingen. Kräuter-Dingen, Teleport-Ding. Ja, ich bin natürlich immer da, um den Wortschatz meiner Zuschauer zu erhöhen. Ich will mal ein paar Gegner von hinten erwischen. Sind die einfacher. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Nicht gut. Ich muss ein paar mehr Kämpfe machen. Da ist ein... Du standst gerade vorm Baum. Ha?
willst du denn? Warum bist du so stark? Okay, der Angriff bringt irgendwie nicht so. Das war ein Flächenangriff, aber. Das ist ein komischen Kampfstil. Du bist überraschend stark. Warum? Naja. Dann hört man meinen Vier-Knopf so laut. Mit Knopf hört man fast gar nicht. Muss das echt so ein Bosskampf hier irgendwie sein, ey? Ja, nein, Magido. Das wird mitgenommen. Was ist das? Ich treffe den gar nicht. Was ist da runter? Nein, was hast du gemacht mit mir? Ich mach jetzt weg. Der schnappt uns hier alle. Alle unsere Dinger sind weg hier. Warum ist er so stark? Er hat uns alle unsere Seelen hier geraubt. Ey, das gibt's doch nicht. Wir leben ja gegen jemanden, der uns tritt, ey. Das ist einfach nicht wahr sein. Aber bringt eigentlich nichts. Dingens hier zu machen. Mystik Art. Warum war das ein Kampf? だから話を聞きなさいって。怖がらないで。この人は大魔師だよ。私は一等大魔師エレノアです。落ち着いて話を聞かせてください。確かに大魔師だけど、なんで大魔師がこんな奴らと一緒に。極秘任務の途中なのです。ここがどこか教えてもらえませんか？ できれば港の場所も。どこって、アイルガンドリオの角に靴塔だ。この渓谷を進めば港に出る。バンエルティアにつなぎをつける。お願い。もう一つ、刀斬りってのは何だ？ああ、最近この辺りで暴れてるゴーマでな。剣士ばかりを狙って、その刀を叩き切るんだ。 一刀対魔師まで何もやられてる。だから刀斬りか。そいつの刀は異国で作られた技物でな。盗んでやろうとは住処を探してたら襲われちまったんだ。異国の技物。あんまり見えないけど。背中の王たち刀斬りに見つかったらやばいぜ。ああ。 やばそうだな。しかしゴーマ相手に盗みを働こうとは自業自爆じゃな。バカすぎてよ。きっとこれを機に足を洗えということです。ゴーマに殺されなかった幸運な命をもう悪事で汚さないでください。うん、オッケー。 Also belasten ist ganz hier. Wir werden zufällig fertig sein und verlangsamen Art auszulösen. Verlangsamung, ja. Dreieck.
Da liest er. Sind gerade irgendwie unterwegs, ne? あなた読めるの？うん。いろんなことばを勉強したけど、これは見たことない言葉で書いてあるから。エレノア、は読めるな。私もこの言語は初めて見ます。このような珍しい言葉はどこで？え、それはオートで掘り出し物を見つけたのよ。この子、本を読むのが好きだから。意外ですが、精霊は読書好きなのですね。 ビエンフーもしばしば読書をしていました。そうなんだ。ええ。何を読んでいたのかは知りませんが。僕を読んだでふか？ビエンフーも本が好きなの？イエス。本は素晴らしい知識を与えてくれまふからね。でも、A ランクの僕が読む本は、ナイフィセットのようなお子ちゃまには難易度が高いかもでふか。好みの人間女子を口説いて器にする方法。 ハワイ子ちゃんとスキスキスキンシップ。ビー。口説くってどういう意味？知らなくていいから。あ、はい。とりあえずこの本は全部没収。問いただしたいことがあります。ビエンフ。後で厳しく尋問させてもらいますよ。ビエン。Was sagt Magilo dazu? Noch mehr, das scheint dir zu gefallen. Ja, der Body von Okuro. なんか楽しそうだね。俺は、野舎だからな。切って何ぼってゴーマなのさ。でも、刀斬りは異国の刀で対魔師も倒したって。怖くないの？死ぬのか？うん。死ぬのは怖くないが、生きたいとは思う。生きることが俺の存在そのもので欲なんだ。それを満たすために生きる。生きる、なんてな。他者を切り殺すことが生きがいだなんて、ゴーマはどこまで行ってもゴーマなのですね。身も蓋もない言い方だな。 Okay, ich habe nicht hingeguckt für einen Moment. Oh, okay, gegen den Drachen kämpfe ich nicht, weil ich gegen den fast gar keinen Schaden mache und bei dem anscheinend auch nicht. Aber da warte nur, bis ich meine Sachen hier alle voll lerne. Bin so sowas von dran. Das glaubst du nicht? Ah. Feuer den an. Ja, der ist aber auch stark, ey. Du hast voll viel Zeit hier in den Parts. Aber die Viecher kenne ich auch aus Testisteria, glaube ich. War echt gut als Kombo benutzt mit Eisen. Okay. Und Eisen macht den fertig. Buff, 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 nimmt die Rolle. Dö, dö, dö. Finisher. Oh. So, echt aus wie Dempsey Rolle aus Hajime no Ippo. Das Ende. Was ist das? Ist die End. Mystische Arts benutzt. Ah. Heute Objekte. Was immer noch nicht, ne? Nein. Glaube ich. Sammelwütiger, doch. Ha. Also jetzt kommst du an dran, ne? Jetzt haben wir ganz viele Sachen. Okay, du hast Malstrom gelernt. Das ist Fähigkeit, ein Zauber, der kommt mir bekannt vor. Wer will winnen? Okay. Ja. Ich komme ja wahrscheinlich nicht mehr zum Speicherpunkt in der Nähe, ne? Zum Affen geht es durch die Festertunnel am Ende dieser Schlucht. Das ist ein wirres Labyrinth, also pass auf, dass ihr euch nicht verirrt. Ich bin eigentlich den Weg zurücklaufen zum. Da ist auch ein. Nee, von der Kamera. Okay. Gucken wir mal.
gleich ein längerer Part, habe ich so das Gefühl. Das ist ein Speicherpunkt, oder? Das ist doch perfekt. Finde ich gut, wenn der Part so, wenn das Spiel so mit mir zusammenarbeitet. Und dein ist ein Stufe Rotgegner. Ist da irgendwo, nach der da hinten ist das schon. Das ist eine Truhe. Du wirst dann ja auch irgendwie losgehen, oder? Das sieht doch auch, nee, das sieht doch nicht so aus. Könnte man da vorbei. Schokoladenfigurine. Was? Was? Okay. Gut. Würde sagen, ich werde wahrscheinlich hier vielleicht einen Schnitt machen und dann hier ein bisschen hochleveln, ne? Weil die Gegner, die sind doch schon wieder ein bisschen heftig. Es ist nicht so, als haben wir jetzt so viele Sachen mit Elnor. Wir haben jetzt hier Schleifen, Mana-Lanzen und so. Oder die Kampfmontur. Das sind so Sachen, die, ja, mal bald. Dann haben wir bald alle Charaktere fertig, ne? Weil es gibt dann nur 6 Charaktere, glaube ich. Ja. Ich wahrscheinlich sagen, ich werde hier. Ich werde hier vielleicht gleich so ein paar Kämpfe machen. Ein paar Sachen hochleveln. Und oh Gott, die sind sogar verschiedene, die haben sogar verschiedene Größen, ey. Und dann werde ich wahrscheinlich hier ein paar Kämpfe machen. So ein paar. Ich werde hier nur so, weiß ich nicht. Damit ich die Sachen hier schon mal alle habe. Also jetzt nicht so eine riesige Trainingssession wie sonst auch. Sondern nur eine Kleide. Weil ich will gleich noch weiter aufnehmen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.